Wir können noch ein anderes gucken, was ihr auch noch vorgeschlagen habt. Das zweite Video, was ihr vorgeschlagen habt, ist Deutschland das Jugendwort 2024. Ne? Wadion haben wir uns schon ein paar Mal angeguckt. Über das Jugendwort haben wir halt im Stream in letzter Zeit schon öfter mal diskutiert, wie dämlich die dieses Jahr sind. Deutlich dämlicher finde ich persönlich als die letzten paar Jahre. Mal gucken, was der Oberarzt Wadion dazu zu sagen hat. Bitteschön. Oh, guck mal an hier, die Jugendwörter 2024 wurden. Vor allem dieses Jahr, also die letzten Jahre waren schon eigentlich hauptsächlich Wörter dabei, wo ich sage, da weiß ich, wie man die nutzt, da kenne ich Leute, die das benutzen, aber dieses Jahr sind Wörter dabei, wo ich, der halt schon noch Kontakt zu viel jüngeren Menschen hat, eben gerade halt auch im Stream und sowas sind ja auch viele Jüngere dabei, die halt auch Jugendslang benutzen und so, aber da sind so viele Wörter dabei, wo ich mir denke, so Junge, noch nie in meinem Leben irgendwas davon mitbekommen. Und wo auch teilweise viele von euch gesagt haben, Junge, keine Ahnung, was das ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, was der wieder filmt. Ich habe schon wieder komplett vergessen, was das auch für welche waren. Ne? Würde jetzt wahrscheinlich gleich sagen, ne? Weil da so viel Dumme dabei waren. Blödsinn drin, Schete. Ja, mal raus, Generaler Pilz, du. Nein, Pascal, ich denke nicht. Warum nennst du denn Werner? Genau, nein, Pascal, wo kommt denn das her? Schere ist das einzige Wort, was okay ist. Diese Schere habe ich zum Beispiel auch nicht mitbekommen. Wo kommt Schere her? Ich meine, es gab schon ein paar Mal so komplett random Wörter, sowas wie Mittwoch. Aber Mittwoch habe ich gefühlt, weil das kam halt von diesen ganzen Memes, das ist Mittwoch meine Kerle und sowas, das war halt ein bisschen dieser Anführer von dieser Meme-Reihe, dass man Memes aus dem Englischen 1:1 ins Deutsche übersetzt mit es ist Mittwoch meine Kerle, das hatte seine Daseinsberechtigung, aber bei sowas wie Schere habe ich halt noch nie gehört, dass das jemand nutzt, aber scheinbar nutzen das manche von hier euch. Pascal, bist du doof oder was? Das steht hier so. Weil dass ich Pascal genannt werden will oder was? Das ist hier auf der Liste, Mann. Pascal steht auf der Liste? Nein. Digga sollte einfach in die deutsche Sprache offiziell aufgenommen werden. Ja, Digga ist für mich auch kein Jugendwort mehr, das ist wirklich mittlerweile einfach normales deutsches Wort. Das wird über so viele Generationen genutzt. Pascal, ich denke nicht, das ist auf der Liste hier. Nein, Pascal, ich denke nicht, steht auf der Liste für das Jugendwort 2024? Das ist nicht mal ein Wort, das ist ein ganzer Satz. Nein, nur... Schere kenne ich von Papa Platte und nutze seitdem auch. Ja, gerade große Streamer haben halt viel Einfluss auf so Jugendsprache. Ja gut, ich gucke jetzt keinen Papa Platte persönlich, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Aber ich habe den schon gelegentlich auch trotzdem auf meinem TikTok-Feed oder so und da habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Nein, Pascal, ich denke nicht, ist auf der Liste. Nein, Pascal, ich denke nicht. Was ist das denn für ein Jugendwort, sag mal? Das ist so ein halber Satz, Mann. Das ist ein halber Satz. Ganzer Satz, was soll das überhaupt bedeuten? Ja, warte mal, hier steht, das ist ein Ausdruck von Ablehnung, besonders wenn jemand unrealistische Vorstellungen hat. Ja, okay. Hier so ein Beispiel. Wenn er sagt, dass du dich als erstes melden und die Dates planst, nein, Pascal, ich denke nicht. Was für ein Date? Also, wenn ihr irgendeinen Bullshit-Vorschlag zum Beispiel, ey, können wir jetzt bitte spontan 48-Stunden-Stream machen, dann sage ich, nein, Pascal, ich denke nicht. Guck mal, ich lerne jetzt hier euren Jugendslang. Ich verstehe das auch nicht. Ist das eine Anspielung auf Hermann Werder Hämmer? Da gab es doch so was Ähnliches, oder nicht? Da hat er doch immer zu Tim gesagt, nein, Tim, ich denke nicht. Das kommt doch bestimmt davon, oder was? Die jungen Leute kennen er doch gar nicht mehr. Das ist einfach so entstanden, denke ich mal. Ich glaube, da kommt daher. Kannst du mir erzählen, was du willst? Mach mal weiter, was steht denn noch so? Ja, hier steht Digger, Anrede für einen Freund oder Bekannten. Ja, du musst gar nicht weiter erklären, das fächern die jedes Jahr da rein. Eben, Digger ist immer. Ist YOLO eigentlich noch dabei? hat Riz aber Goofy, Digger. Ja, sowas wie Riz und Goofy wird halt viel benutzt, ne? In der Hoffnung, dass das genommen wird. Also das auch schon länger. Mach mal weiter da. Ja, das nächste ist hier Ak. Das war's, oder was? Ja, das ist das arabische Wort für Bruder und wird für einen Freund oder einen Bekannten. Was? Ak? Ak? Also AK? AK-47? Was ist denn Ak? Hab ich noch nie gehört. YOLO ist drinnen? Als ob YOLO. Also das war vor 10 Jahren mal Jugendwort. Niemand nutzt das. Das nutzt da wirklich niemand. Ich meine, das kennt zumindest jeder, aber das nutzt ja keiner. Ja, Gammelfleischpartys aus der Zeit, wo das ja wirklich nur irgendwelche Renten einfach irgendwas festgelegt haben. Verwendet, ne? Ich meine, zuerst knallen die da einen ganzen Satz rein mit Nein, Pascal, ich denke... Jürgen, nur ein Nein. Und jetzt irgendein Wort mit 2 Buchstaben, das oder? Das sind 3 Buchstaben, zum Ende ist noch ein H, AKH. Was hast du denn noch so auf dem Schrubbel? Also okay. Aura steht hier als nächstes. Was für Aura denn? Aura verstehe ich wieder, ne? Das ist so ein bisschen auch so ein TikTok-Trend gewesen, ne? Mit so und so viel Minus-Aura. Das sind so die verstehe ich halt, dass sie drin sind. Nein, Aura-Mensch, ist die persönliche Ausstrahlung oder stört uns? Gib mal ein Beispiel da, bitte. Ja, wenn du jetzt irgendwie draußen in der Öffentlichkeit stolperst, minus 5000 Aura. Ja, ne? Ist das eine Währung oder was? Eine Imaginäre oder so bestimmt, das ne? Das ist bestimmt sowas wie Krypto oder so, pass mal auf. Aura-Coin. Aura-Coin, ein bisschen Kryptohandel mit Aura. Oder was? Ja, das soll hier aber der Status sein. Jürgen, du sabberst zum Beispiel beim Pen, da verlierst du halt direkt auch dabei. Stimmt doch gar nicht. Ich kann Bierchen mit meinen Händen aufschrauben, ohne einen Öffner dabei zu verwenden. Dabei kriege ich Aura. So funktioniert das. Gönn, halt. Dann machen wir lieber was. Leute, hab ich Aura? Weiß ich nicht, für was kriege ich Aura?
Dass ich aus einer fucking Vase trinke, so ein richtig fettes Teil. Krieg ich dafür Aura? Ja, was habe ich noch für Aura da? Hier. Partyhütchen. Ist Partyhütchen plus Aura? Ist das cool bei den Kids? Ist das plus oder minus Aura? Die DS-Spiele? DS-Spiele machen auf jeden Fall Aura. Hier, ich habe den Atzen. Hier, der heißt Nicolo Bum Bum. Gibt der mir Aura? Nein, Aura, oh Mann. Weiter, sonst verlierst du noch Aura, du. Hölle, ne? Vor allem sind mir die restlichen Partyhüte runtergefallen. Das ist maximal minus Aura. Ne? Ich hatte nämlich richtig viele davon. Die gab es irgendwie für 10 Cent, haben sie die weggeworfen. Plus 100 Aura, weil du hättest streamst. Ey, dankeschön für die 30 Bits. 31. Minus 1 Milliarde Aura, was? Sieht aus wie Mark Forster, gibt minus Aura. Oh Mann, da kann ich aber nichts dafür. Nicolo Bum Bum plus Aura, sehr geil. Jetzt nicht weiter vorlesen, oder was? Das ist auch wieder ein Jugendwort hier. Das sind noch zwei Wörter. Das ist ja ein ganzer Satz, du. Ja, Werner, das ist jetzt eher ein halber Satz, würde ich sagen. Ja, von mir aus. Günther, was bedeutet das denn? Das ist eine starke Ablehnung wie im Englischen Hell No. Früh aufstehen, Hölle nein. Warum sagt man da nicht einfach nein? Das ist halt eine starke... Was Hell No ist drinnen? Wüsste ich jetzt auch nicht, dass das besonders viele Leute sagen. Starke Ablehnung. Neben Jürgen am Tresen sitzt, während er wieder einen über den Horizont geschnorchelt hat. Hölle nein. Jetzt einmal ein unnötiges... Achso, Hölle nein. Okay, das fühle ich schon mehr. Das ist ein bisschen funny, weil es dumm auf Deutsch übersetzt ist. Das Wort, ganz ehrlich, du. Wenn man dich halt auf deine Sabbe anspricht, müsstest du sagen, Schere. Ja, Hölle nein ist okay, das akzeptiere ich. Schere habe ich schon mal gehört, das ist doch sowas wie schuldig oder habe ich schon mal gemacht, ne? Ist doch so, oder? Absolut korrekt, Werner. Du bist unser Jungspund hier, merke ich gerade. Nein, Günther, ich denke nicht. Warte mal, das ist hier immer noch drin, wir haben hier YOLO immer noch drin. Aber YOLO ist echt, also, das ist doch so goofy, dass YOLO immer noch drin ist. Und das war jetzt keine Absicht, dass ich jetzt dafür auch ein Jugendwort benutzt habe. So, Junge, YOLO, das hat halt, also als das mit YOLO angefangen hat, ne, da war ich in der Schule, wann war das? Keine Ahnung, 2015 oder so, 14, haben die Leute angefangen, YOLO zu sagen. Aber das war schon damals, als dieses Wort entstanden ist, ist das halt nur wegen diesen Jugendwörtern entstanden und wurde auch immer nur ironisch benutzt. Niemand hat das tatsächlich gesagt. So, YOLO war immer nur da, weil es eine Möglichkeit war, sich über die Jugendwörter lustig zu machen. Das war doch damals schon in der Liste, als ich Jugendlicher war. Sind die blöd oder was? Ja, probieren die auch immer wieder, bis das Ding gewinnt. Ja, ne? Vielleicht haben sie auch einfach keine Wörter mehr zur Auswahl und mischen da irgendwas rein. Ne? Jurgurt? Ja, was meinst du mit Jur? Ja, das ist auch ein Wort hier aus der Liste. Ja, dann sag das doch auch so, Mensch. Ja, was, Jure? Jure? Das kenne ich auch nicht. Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Jürgen, beruhig dich, ist alles entspannt hier. Jürgen. Ja, das ist einfach so eine Art Begrüßung. Jo, wie hast du dein Wochenende verbracht? So. Ja, aber warte. Hey, doch, Frankfurt Hauptbahnhof, da begrüßt man sich wie eine Taube oder was, da gurmt man sich an oder wie? Ist daran so schlimm, wenn man einfach nur fragt, wie hast du den Wochenende? Wie die Tauben am Bahnhof, gibt man dann ja jurr oder was? Ja, wenn du das so fragst, verlierst du auch was. Nein, Günther, ich denke nicht. Du kannst mich auch gerne Pascal nennen. Lies mal lieber weiter vor, Pascal. So, hier steht noch Talahum. Was heißt das denn? Ja, das kommt aus dem Arabischen und steht für komme her. Finde ich immer noch nicht gut, weil es immer noch hauptsächlich einfach nur als Beleidigung genutzt wird. Beispiel mit meiner... Ich finde, das sollte nicht so verbreitet werden durch die Jugendwörter. Brusttasche fühle ich... Auch wenn es an sich ein Jugendwort ist, finde ich, sollte das dann nicht aufgelistet werden. Mich heute wie ein Talahum. Mit deiner Brusttasche fühlt sie dich heute wie ein Komherder, der gibt ja gar keinen Sinn. Was ist denn überhaupt eigentlich eine Brusttasche? Was ist das? Ja, eine Bauchtasche, die du über die Brust trägst, ne? Ja, aber dann ist das doch immer noch eine Bauchtasche. Ich meine, nur weil ich meinen Rucksack nach vorne trage, trage ich ja immer noch keinen Brust... Wait. Diese Taschen, die immer so schräg rüber machen, das sind einfach Bauchtaschen, die man schräg trägt? Ich dachte, das wäre ein anderes Produkt. Oh, Junge, ich habe gerade komplette mentale Eröffnung. Was? Ich dachte, das ist was anderes. Die ziehen einfach ihre Bauchtaschen falsch an, oder was? Das ist ja wild. Ich wusste das nicht. Hä? Ist ja maximal dämlich. Rucksack oder sehe ich das falsch? Nein, Pascal, ich denke nicht. Ich glaube, wenn du einen Rucksack nach vorne trägst, dann verlierst du doch 10.000 Euro, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, das sieht ja selten dämlich aus. Es geht doch einfach nur darum, zu verdeutlichen, dass die Trageart nichts am Namen ändern will. Außerdem schulde ich meinen Rucksack natürlich ganz normal. Du schuldest deinen Rucksack? Wer sagt das denn? Ja, ich nenne das so. Da kannst du nochmal 15.000 Euro-Punkte von deinem Konto abziehen, Jürgen. Das sieht schlecht aus bei dir, da. Du liest mal... Aber für was hat man eigentlich, also so Bauchtaschen sind ja was, das tragen ja mittlerweile sehr viele, wenn es auch eher Brusttaschen genutzt wird. Ich habe nie verstanden. Was macht man denn damit? Also, gut, wenn Frauen die Handtaschen tragen, verstehe ich schon eher, weil die haben halt sowas wie, weiß ich nicht, Periodenprodukte und sowas, keine Ahnung, dabei. Aber was hast du denn gerade als Mann noch dabei? Also, hast dein Handy und dein Geldbeutel. Was nimmst du denn noch mit, wenn du außer Haus gehst? Und das habe ich in der Hosentasche.
Also ich weiß nicht, was hat man da? Dealer-Handy. Ja, aber dein Handy kommt doch in die Hosentasche. Hast du dann eine leere Hose, damit du das hier oben schneiden kannst, oder was? Zum Joggen sind Bauchtaschen da, ist mein Handy. Sie verstauen, ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen gesehen, der mit Bauchtasche gejoggt ist. Hast eine Packung Chips perfekt rein. Gut, sowas wie Zigaretten oder Vapes und sowas, ist natürlich gut. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, weil ich nichts davon jemals benutzt habe. Minus 1000 Euro, weil du nicht Hatsune zu einem Miku kennst. So, Moment. Aber mal ganz großes Moment. So, wir haben hier einmal Sakura Miku. Oh, jetzt sind dir die Haare abgefallen. Dann haben wir nochmal Sakura Miku, gerade mit bisschen Glatze, weil hier sind die Haare. Und da ist nochmal Sakura Miku. Also will ich da nichts davon hören, okay? So, jetzt werde ich von meiner Freundin böse angeguckt, weil ich ihre Figuren zeige. Entschuldigung. Will ich nichts davon hören, ich kenne mich aus. Ich bin voll hip mit der Jugendkultur und so. So, Hatsune Miku, ja, das ist halt die andere, die mit dem blauen Haar, ne? Wir haben nur Sakura Miku. Lieber bei der Vorder. Ich habe hier nur noch eins und das ist Pyrotechnik. Pyrotechnik ist auch okay, das wird viel genutzt, ne? Hat auch länger angehalten, ein bisschen dieser Hype, ist funny. Das war's. Was soll das denn, was ist das denn für ein Jugendwort? Nächstes Jahr kommt gar... Minus 1000 Aura, wegen Sakura Miku, finde ich nicht. Haus oder... Bahnbetrieb dazu, oder was? Bahnbetrieb für nächstes Jahr wird sich halt verspäten. Wird nicht mehr genutzt? Doch. Also das Pyrotechnik wird schon immer noch benutzt. Damit das authentisch bleibt, ne? Jetzt habe ich den letzten Joke nicht mitbekommen. Bei Vario-Videos ist immer der letzte Joke, ist immer meistens der funnieste. Jetzt muss ich den nochmal schauen, weil ich den nicht mitbekommen habe. Bahnbetrieb dazu, oder was? Bahnbetrieb für nächstes Jahr wird sich halt verspäten um ein Jahr, damit das authentisch bleibt, ne? Ha! Okay, ich habe den beim ersten Mal schon so halb gehört und jetzt einmal ganz, dann war er nicht mehr ganz so funny. Sag mal, seit der EM nicht mehr. Ja, aber dann ist ja trotzdem noch Jugendwort von diesem Jahr. Also, ich finde, das war lang genug da, um berechtigt dabei zu sein in der Liste. Nein, Günther, ich denke nicht. Können Sie sich gerne Pascal nennen. Alright. Ja, aber das war aber funny, ne? Ich finde, die Jugendwörter sind schon echt immer so ein heikles Thema, ne? Weil jedes Jahr ist das ein neuer Aufschrei an Bullshittigkeit. Aber war ganz funny, das Video, wie die das immer wieder diese Wörter eingebunden haben.